Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video und gleichzeitig zu einem neuen Monat, und zwar dem Monat Februar. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, der Monat ging so schnell vorbei, der Januar. Und ja, ich glaube, das Jahr 2016 wird wieder genauso fliegen wie das Jahr 2015. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem Video an. Ich habe gerade meinen Lesemonat für den Monat Januar abgedreht und dann habe ich mir gedacht, drehe ich jetzt direkt mal mein Want-to-Read-Video, weil ich kann es kaum erwarten, wieder aus meinem Subdöschen zu ziehen, obwohl ich muss sagen, ich habe eigentlich keine Lust, aus meinem Subdöschen zu ziehen, weil ich eigentlich die Bücher schon alle direkt lesen möchte. Und ja, aber ich mache das trotzdem, weil das ist der Sinn dieser Sache, aber ich werde wahrscheinlich nur ganz wenige aus meinem Subdöschen ziehen. Aber egal, das tut jetzt nicht zur Sache. Ich würde sagen, wir fangen direkt einmal mit dem Video an. Ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich jetzt 2 oder 3 Bücher aus meinem Subdöschen ziehen soll. Denn es gibt natürlich Bücher, bei denen ich schon weiß, dass ich die lesen werde. Und ich zeige euch direkt mal. Also das Buch, das ist mir schon peinlich, weil ich euch das schon letzten Monat gezeigt habe. Und zwar geht es immer noch um Origin Schattenfunke. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich habe es nicht geschafft, es zu lesen. Ich habe 2 Kapitel habe ich gelesen. Mehr leider nicht. Und ich will es diesen Monat unbedingt beenden. Und das ist jetzt auch mein Buch, was ich jetzt auf jeden Fall als erstes lesen werde. Und da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Das zweite Buch lese ich mit einer Zuschauerin zusammen, und zwar geht es um Teufelsherz von Sabrina Kunai. Ja, das Buch ist eigentlich relativ dünn, die Schrift ist jetzt auch nicht so dick, deswegen denke ich, hoffe ich, dass das Buch schnell weggelesen ist. Ja, und ich hoffe natürlich, dass es gut ist. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil das Buch habe ich schon so lange. Es ist eines meiner ersten Bücher auf meinem Sub, glaube ich, gewesen. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dieses Buch zu lesen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es gut ist und dass es sich schnell lesen lässt. Und ja, mehr werdet ihr dann in meiner Rezension zu diesem Buch sehen. Dann habe ich noch ein Buch, das ich mit jemandem zusammen lese. Und zwar habe ich den ersten Teil dazu schon gelesen und jetzt möchte ich den zweiten Teil lesen. Und zwar geht es um Die Flammende von Kristin Cashore. Das ist das ist der zweite Teil von dieser Königreich-Trilogie, glaube ich, ist es. Ich werde das Buch zusammen mit Sabrina lesen. Ihren Kanal verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Wir haben den ersten Teil schon zusammen gelesen. Wir wollten dann auch auf jeden Fall den zweiten zusammen lesen. Und ja, letzten Monat haben wir das leider nicht mehr geschafft und deswegen möchten wir das diesen Monat gerne machen. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir das schaffen und dass das Buch auch so gut ist wie der erste, wenn nicht sogar noch besser. Ich freue mich auf jeden Fall total darauf und ja, ich hoffe, er ist auch so gut wie der erste, denn dann habe ich, glaube ich, einen Monat voller Highlights und ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Das nächste Buch habe ich nicht aus meinem Subdöschen gezogen, aber ich will es einfach unbedingt lesen, weil ich wollte es unbedingt kaufen, damit ich es unbedingt lesen kann. Und zwar geht es um Für immer Blue von Amy Harmon. Ja, ich möchte dieses Buch einfach lesen. Hier geht es, glaube ich, um so eine Schüler-Lehrer-Geschichte, aber gleichzeitig auch darum, um das Leben des Mädchens, wie sie erwachsen wird, glaube ich. Und ich möchte es unbedingt lesen und deswegen habe ich mir das einfach mal rausgenommen. Es gibt auch genug andere Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Aber ja, dieses gehört definitiv dazu und deswegen habe ich das auf jeden Fall auf meiner Leseliste jetzt für den Februar, weil ich möchte es unbedingt lesen. Ich wollte es unbedingt kaufen und jetzt möchte ich es auch unbedingt lesen, aber naja. So, das waren jetzt schon mal die Bücher, die ich sicher lesen werde. Es ist eigentlich doof, dass ich schon so viele mitnehme, aber egal. Und ich denke mal, das sind 4 Stück. Ich werde jetzt einfach mal 2 aus meinem Subdöschen ziehen. Weil das sind 6 Bücher und ich habe diesen Monat gar keine Zeit, das weiß ich jetzt schon, weil ich ziemlich viel vorhabe und ziemlich viel zu tun habe. Und deswegen hole ich mir gar nicht so viele Bücher jetzt raus, am besten nur 2, weil letzten Monat habe ich auch nicht alle geschafft, die ich mir rausgezogen habe. Und deswegen hole ich mir nur 2 daraus, damit ich es auch ganz sicher schaffe, beziehungsweise hoffentlich ganz sicher schaffe. Und ja, falls ich dann noch mehr zum Lesen brauche, habe ich einen ganzen Substapel voll, wo ich mir was rausziehen kann. So, Mann, eigentlich würde ich viel lieber viel mehr daraus ziehen. Ich weiß nicht, wie. So, ich greife da jetzt einfach mal so rein, ne? Misch die nochmal. Und greife ich mir den hier. Okay, der ist klein. Ein ganzes halbes Jahr. Oh nein, da habe ich gar keinen Bock drauf. Bitte nicht. Ja, ein ganzes halbes Jahr. Auf dieses Buch habe ich überhaupt gar keine Lust, weil
Ja, ich dachte eigentlich, es wäre eine normale Liebesgeschichte, aber ich habe jetzt gehört, dass es sowas wie ziemlich beste Freunde ist. Also der Film mit diesem Mann, der da im Rollstuhl ist und dann ist er mit dem anderen befreundet. Ja, da habe ich eigentlich nicht wirklich Lust drauf, aber ich hoffe, ich werde es schaffen. Ich ziehe mal das Buch. Das ist übrigens das Buch. Ja. Es ist so dick und ich habe gar keine Lust darauf, aber naja, das ist der Sinn. Dieses Ding, dieses Sub-Döschens-Ziehens und ich bin gespannt. Ich habe schon Gutes davon gehört, ich habe schon Schlechtes davon gehört. Und ja, diesen Monat werde ich mir wohl meine eigene Meinung darüber bilden. Und jetzt ziehen wir auch schon das letzte Sub aus meinem Suchtdöschen. Ich bin mal gespannt, was es ist. Ich hoffe auch, dass es mich total weghauen wird. Nehmen wir dieses Zettelchen nochmal. Ah, die Monde so silbern. Ja. Das ist dieses Buch hier. Da freue ich mich eigentlich sehr drüber, weil ich wollte schon die ganze Zeit lesen. Und ich wusste einfach nicht, wann ich damit anfangen soll. Deswegen freue ich mich sehr. Das ist ja so ein Märchen, also eine Märchen, wie sage ich das jetzt am besten, eine Märchen-Neuerzählung, glaube ich, bin mir aber nicht ganz so sicher. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, sehr darüber. Und ja, ich sehe gerade so die Bücher und ich glaube, ich werde sie nicht alle schaffen. Es tut mir sehr leid, ich werde euch wahrscheinlich wieder restlos enttäuschen, aber das schaffe ich niemals. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher und die sind auch nicht alle gerade mega dünn. Also okay, es geht. Der Mond ist so silbern, ist auch nicht so dick. Ja, ich werde mich einfach ranhalten müssen und sagen, das werde ich schaffen. Und ja, das sind meine Bücher für diesen Monat. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber dann ist es mir irgendwie entfallen. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendwie bin ich heute so ein little bit gaga in meinem Kopf, aber egal. ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ihr könnt mir super gerne in die Kommentare schreiben, was ihr diesen Monat so lesen möchtet oder ob ihr Bücher von denen, die ich diesen Monat lesen werde, schon gelesen habt und wie ihr sie findet. Da freue ich mich natürlich immer drüber und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!